Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem Let's Play von Medieval. Im vorherigen Part haben wir ja versucht, hier alle Gegner zu bekommen oder zu töten. Allerdings ist mir dann aufgefallen, dass wir ja hier diesen Kollegen noch haben. Und soweit ich das verstehe, müssen wir diese Viecher gar nicht töten, sondern, also die Augen, nicht töten, sondern einfach nur uns sehen lassen. Und ich würde sagen, das lassen wir uns dann jetzt auch einfach mal, indem wir das Level wiederholen. Vielleicht kriegen wir ja dann endlich mal diesen Kelch. Mich würde es auf jeden Fall freuen, weil dann kommen wir endlich ein bisschen weiter. Ist schon wieder lustig, dass man da unten die Gegner sieht. Muss ich mal gucken, was denn da jetzt so als Waffe am geeignetsten ist. Wow. Kann doch nicht einfach die Kamera drehen. Ist ja schlimm. Na gut. So. Machen wir jetzt erstmal hier alles kaputt. Ah, der hat mich getroffen. Okay, du kannst mich ruhig sehen. Die nicht. Ja, das ist schon mal gut zu wissen, dass die Viecher dann erst rauskommen. Wenn die einen wirklich gesehen haben. Ja, schau her. Hier bin ich. Ja, die nicht. Die schwarzen Augen, die dürfen uns, oder ja, dürfen uns sehen, aber die sind halt nur nervig, ne? Doch, er kommt raus. Aus seinem Kabuff. Uiuiuiui. Ist ja doch teilweise echt nervig hier, ey. Okay, wissen wir Bescheid, wir dürfen diese Augen nicht töten. Sondern diese müssen uns gesehen haben. Mit diesem Wissen, denke ich mal, können wir jetzt auch relativ schnell hier alles beenden. Okay, einmal drehen. Autsch. Kannst du nicht einfach hier... Na egal. Tat mir ja nicht weh. Und dann rennen wir einfach mal hier lang. Oh, das funktioniert ja sogar gut. Und ab einmal und noch einmal drehen. Welcher Weg ist denn jetzt der bessere? Ich glaube, der hier, der war praktisch her. Uiuiui. Ja, aber langsam. Na, okay. Wehe der... Ah, okay, gut. Fühlt sich langsam, aber stetig. Gut, wir haben die beiden Runen. Dann können wir jetzt ja ganz gemächlich hier weiterlaufen. So, und rein damit. Theoretisch könnte man dann ja hier auch durchkommen, ohne einen Kelch zu... Ohne auch nur einen Monster zu töten, oder? Vertue ich mich da? Na komm, endlich. Es geht auf jeden Fall schon mal voran, das ist schon mal ganz gut. So, eine Zeitrune interessiert uns jetzt eigentlich alles weniger. Eigentlich ist es nur noch wichtig, dass wir... dass wir doch hier unsere Gegner töten. Damit wir dann auch mal hier vorankommen. Schwieriges Level.
Und ich wurde wieder gesehen, das finde ich auf jeden Fall gut. Kommt. So. Autsch. Naja, habe ich halt ein Lebensfläschchen verloren, ist ja jetzt auch nicht da drauf. Ist ja jetzt nicht so tragisch. Solange ihr irgendwo wieder auftaucht. Na super. Jetzt kommen die hier nirgends raus, oder wie, oder was? Haben doch garantiert nicht dazu gezählt. Ist ja mehr als nervig. Gut, das Ding hat wieder angehalten. Ich wurde gesehen. Ah, hier sind auf jeden Fall Gegner. Ich sollte häufiger hier dieses Schild benutzen. Das kommt mir doch sehr praktisch vor. Okay. Komm, hüpfe da raus. Der soll bloß wieder rauskommen, ey. Na gut. Akzeptieren wir das mal. Schnell die Energie auffüllen. Das sind 2,5 Fläschchen. Mein Gott, wie viel habe ich denn verloren? Na gut, laufen wir noch einmal rum, um wirklich sicher zu gehen. Weil ich glaube irgendwie. Die zwei, die ich hier kaputt gemacht habe. Na, egal. Okay, schön. Haben wir schon mal wieder ein Silberschild hier. Und noch mehr Energie. Okay, die Flasche ist zwar nicht ganz voll, aber was soll's. Okay, der magische Kelch. Hier, schau mich an. Ich hoffe, der hat mich jetzt gesehen. Das schwarze Auge, das möchte ich nicht. Da bin ich nicht wild drauf. Ah, wunderbar. So, dann kommt mal mit. Mit hier ein bisschen dahin, wo ich auch ein wenig besser kämpfen kann. Na, trefft doch auch mal. Da sind auf jeden Fall schon wieder zwei, das ist doch super. Na komm, so. 76%. Du nicht. Das ist mir egal. Hier kann man doch auch super lang laufen. Einmal noch den Hebel hier betätigen und irgendwie werde ich jetzt von irgendwo gesehen. Von wo oder wieso, das weiß ich nicht. Okay, wahrscheinlich hier. Uiuiui. Ah, das geht auf jeden Fall ganz gut mit diesem Schwert. Na komm, geh durch. Okay, hier ist nichts. Das ist auf jeden Fall Mist. Weil ich doch jetzt eigentlich hier so ganz gechillt die Monster kaputt machen wollte. Ach, das ist doch doof. Was sind das für ein schwieriges Level, ey? Ah. Jetzt kommen sie. Hat zwar wieder ein ganzes Lebenfläschchen gezogen, aber wie ich mein Glück kenne, sind wir jetzt wieder bei 90. Und uns fehlen wieder genau die zwei. Wo ist der denn hin? Ich
Hier war doch gerade noch einer. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Stimmt denn mit diesem Level nicht? Ich gehe jetzt nochmal dahin. Ne. Der ist weg. Ach, das fasse ich doch jetzt nicht. Wieder mit 85%, ey. Da ist er wieder. Wo kamst du jetzt her? Prozent. Okay. Gut, schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal an. So wirklich viel kann da ja nicht mehr... Oh, hier sind noch zwei. Oh, wunderbar, wunderbar. Du kannst den Kelch an nicht nehmen. Na, endlich. Mann, war das ein schwieriges Level, ey. So, endlich. Endlich! Uiuiui. Mein Gott. Ne, warum macht man sowas? Das kann doch nur, um Spieler zu ärgern sein, gemacht worden sein. Oh Mann. Aber egal, wir haben jetzt endlich hier diesen nervigen Kelch. Und müssen nur noch ins Ziel finden. Was ja doch relativ einfach dann sein sollte. Wir müssen nämlich nur noch hier lang und einmal dadurch. Also dadurch. Hier. Ihr versteht, was ich meine. Gut. Schwupp. Und die Rune einlegen und wir können in den Heldensaal. Eieieiei. Eieiei, mein Gott. Da haben wir aber mal echt lange gebraucht für dieses Level. Dann schauen wir mal, wer denn noch überhaupt was von uns möchte. So viele Möglichkeiten haben wir ja nicht mehr. Hier nicht. Du, Schildgard. Aha. Ja, dann hau mal raus. Ja, dann hau mal raus. Gold. Gold im Überfluss. Sehr schön. Können wir zwar nicht viel mitmachen, aber... Geschenkt, da sag ich nicht nein, ne? Ja, wir möchten den Heldensaal nun auch verlassen. Und das Ganze möchten wir natürlich auch speichern direkt. Weil... Es ist dann doch ein bisschen schwierig kompliziert gewesen. Ja, Verbesserung speichern. Uiuiui. Ja, somit bleibt dann eigentlich nur noch das Schiff und das Level, was dann nachher mit Lava geflutet wird. Fällt mir gerade der Name nicht ein. Hier, die Spukruinen. Weil, wie man dort sieht, kein roter Blitzer drumherum. Genau wie hier. Auch kein roter Glitzer drumherum. Von daher würde ich dann mal sagen, wiederholen wir dieses Level. Die Spukruinen. Wunderbar. Mal schauen, wie wir uns denn jetzt dort so schlagen. Ja, da müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht so böse sind und raus, 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 raus. Ihr Hühnchen. Ah, das dauert alles mal ein bisschen. Oh, da haben wir das nächste Hühnchen. Und weg mit euch. Ab dahin. So, und macht dann mal schnell den Haufen da kleiner. Und pickt da drauf herum. Wie wir uns denn weiterhin in diesem Level schlagen werden, das werdet ihr dann wohl erst im nächsten Part sehen. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt noch großartig was schaffen. Hey, ihr sollt fressen. Weil
Dieser Part ist dann damit auch schon wieder vorbei. Endlich haben wir dieses Level geschafft. Das ist ja schon mal was Gutes. Und somit fehlen nur noch zwei Level, in dem wir den Pokal kriegen können. Nun denn, von daher sage ich mal bis später. Der Pump.